Hallo Freunde der leichten Ödlandunterhaltung und willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir befinden uns immer noch in dem Rapcorn-Raketengebäude und haben quasi uns vorhin entschlossen, um diesen netten Ghoulen, diesen Bright-Anhängern zu helfen gegen dieses Nachtvolk. So, ich habe mich jetzt auch entschieden, mal diesen Cowboy-Repetierer hier auszuprobieren. Der schießt mit Magnum-Munition. Ach, hier ist der Haupteingang. Hier war ich ja noch gar nicht. Ja, alles klar. Na, hoffentlich. Hier war ich ja echt noch gar nicht. Gucke ich mich hier nochmal ein bisschen um. Eigentlich wollte ich ja runtergehen. Oh, jetzt bin ich wieder draußen. Und mich ums Nachtvolk kümmern. Irgendwie hat es mich jetzt hier noch einen weiteren Weg, den ich vorhin nicht gefunden habe, verschlagen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ja, so viel zum Thema Männertoiletten sind sauberer als Frauentoiletten. Und andersrum ist es definitiv auch nicht der Fall, so wie es aussieht. So. Einmal aufschließen. Treppe hoch. Aber hier war ich schon. Habe ich die Tür nicht gesehen oder habe ich die ignoriert? Da ist der Waffenschrank, da ist der umgekippte Ghoul. Verrückt. Absolut verrückt. Da oben scheint es auch nur noch hoch zu gehen. Das sind die Umbrella. So, da liegt ein Bright Pupfort Lasergewehr. So, jetzt kann ich wieder nur die Hälfte tragen. Das ist sehr schön. Gute Kroken. Ich hätte mich bei den Vögeln mal ein bisschen hinlegen sollen, wenn das hätte gegangen. Ich bin schon wieder zu schwer. Es ist ja, das ist das Leid, wenn man irgendwelche Waffen sammelt, ne? Sunset Operilla. Aber ich glaube, jetzt hier ist wieder eine Stelle, wo ich war, ne? Also den habe ich noch nicht ausgeweidet. Ah, hier ist wieder eine Stelle, wo ich war, aber den habe ich ausgeweidet. Jawohl. Gut. So, wieder mal genug rumgeirrt. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht langweilen, was ich jetzt wahrscheinlich auch wieder getan habe. Aber es ist ja auch ein. Ist ja auch ein Rollenspiel. Und zu einem Rollenspiel gehört das Looten genauso dazu wie alles andere auch. Und jetzt laufe ich wieder im Kreis. Ich hab mich verlaufen. So, tralali, tralalu. Mama? Muss ich hier hoch? Ich glaube, ich musste hoch, ne? Ich glaube, ich musste nach Elben. Ne, aber nicht sehr weit nach Elben. Oder? Hier muss ich auf jeden Fall nicht hin. Ja, doch, ich musste nach oben. Ich erinnere mich. Ne, doch nicht so. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt hier. Karte, hilft mir die weiter? Ich glaube nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Das ist einfach nur jede Menge. Aber was ich mal mache, ich nehme ein allgemeines Stimpack. Ich ein bisschen Lebensenergie wieder habe. Ach, da ist. Da wollte ich hin. Hier wollte ich hin, hier bin ich zu Hause. So. Das Nachtvolk.
Schönen guten Tag, Herr Nachtvolk. Muss mal ganz kurz was gucken. Sekunde. Alles klar. Ich war mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Aufnahme gestartet hatte. Aber dem ist wohl so. So, gut. Hier kam mir gerade eine Yogi entgegen. Ich könnte ja jetzt mal rein theoretisch auch mal die, sobald so ein roter Punkt auftaucht, ich könnte mir ja mal die. Ach nee, ich glaube, ich sehe die roten Punkte gar nicht, oder? Die Nacht folgt. Ich könnte ja ebenfalls mit dem Stealth Boy hier rumlaufen, aber die Frage ist, was bringt mir das? Weil mir das Nachtfolk eh unsichtbar ist. Und eh mit Stealth rumläuft. Bringt mir das ja herzlich wenig, ne? Jetzt weiß ich natürlich gerade nicht. Nein, tun sie nicht. Man sieht sie nicht im. Im Radar. Ich möchte ihn aber gerne erledigen, bevor er mir in den Rücken fällt. Wenn ich ehrlich bin. Trifft denn so nicht? Ich habe doch die ganze Zeit auf den Pip-Boy gedrückt. Ah, ich habe die ganze Zeit auf den Pip-Boy gedrückt. Ich wollte mich heilen. Ach, Kerl. Das ist das Problem mit dem Nachtfolgen. Das ist schon mal gar nicht so ohne. Schon mal überhaupt nicht. Ich könnte jetzt versuchen, mit Minen zu arbeiten. Ich könnte auch versuchen, die Jungs einfach in Ruhe zu lassen. Aber ich habe halt, wie gesagt, Angst, dass sie mir in den Rücken fallen. Schimmerst du denn eigentlich noch wie so ein Bekloppter? Schaden pro Sekunde 5 und 54. Cowboy-Repetierer. Schaden 43. Das ist ja nicht viel. Glaube, ich habe auch eine Mine. Ich habe gerade Minen gesehen.
5 Splitterminen. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie viele von den Vögeln hier sind. Das ist eigentlich eher so mein Problem. Jetzt habe ich dich. Ja, das bringt ja viel. Er ist ja schon halb tot, der Gute. Also mal nicht. Also wirklich zufrieden bin ich nicht. Nee, nee, nee. Ist eine Art Schulungsraum. Da höre ich schon den nächsten rum. Probier mal was aus. Wo ist es denn? Zwar keine Ahnung, wie lange der hält. So der Hammer, ne? Das Ohr kratzt, Entschuldigung. Ah, so. Das ist so der Hammer. Ach, mit X, ne? Ne, wie komme ich denn jetzt wieder TS raus? Hallo? Ach, ich bin M. Okay. X, E. Geht das auch mit dem? Splittergranate. Das ist auch geil. Das gehört mir, Mensch. Ich sehe dich, Mensch. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht in den Pitbull reinkomme. Ich verstehe es nicht. Ich hätte einmal speichern sollen bei dem einen Yogi, ne? Das wird ja ein Spaß hier. Das wird ja echt ein richtiger Spaß. Hä? Wieso bin ich denn jetzt tot?
Hilfsmittel. Stealth Boy. Ich glaube, ich bin gerade ziemlich leise geworden, ne? Ich überlege gerade, wie ich am besten das Dilemma hier löse. Wir haben einen Besucher? Eher ein Attentäter. Ich sage, töten Entler. Zur Sicherheit. Okay, Entler. Ich frage. Hallo, Mensch. Was willst du hier? Mit dir ist alles okay? Du klingst etwas seltsam. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und Entschuldigung. befehlige Truppen. Entschuldigung. Entler leitet mich. So wie ich meine Sippe leite. Entler? Wer ist Entler? Wer ist Entler? Wer ist Entler? Schreib doch nicht so. Entler, der Mensch fragt nach dir. Was soll ich sagen? Gut, ja, natürlich. Nicht wichtig für dich, wer Entler ist. Entler will, dass du mit mir redest. Aha. Mit wem genau habe ich es hier eigentlich zu tun? Ich? Ich diene Entler. Aber vor Entler. Früher Captain. Nachname Davison. Vorname vergessen. Habe Nachtfolgtruppe befehligt. Elitetruppe des Meisters. Große Ehre, sehr stolz. Irgendwas dann passiert. Wir in Wüste gewandert. Leben ohne Meister. Hart. Verstand der anderen wurde komisch. Verrückt. Aber dann ich neuen Meister für uns gefunden. Entler gefunden. Seit damals alles gut laufen. Ist Entler dieser Brahmin-Schädel dort drüben? Schluss jetzt, Mensch. Letzte Warnung. Okay. Ich bin wegen der Gule gekommen. Ein Mensch, der mit Ghulen befreundet ist? Verdächtig. Du meinst die, die oben sind? Entler hat Sprechanlage benutzt und ihnen befohlen, dort zu bleiben. Aber sie wollen trotzdem runterkommen? Das kann ich nicht zulassen. Meine Sippschaft ist nicht richtig im Kopf, so wie ich. Greifen dich sofort an. Ghule auch. Sind verrückt. Deine Ghul-Freunde müssen warten, bis du gefunden hast, weshalb Entler uns hergebracht hat. Vielleicht kann ich helfen. Gut. Entler hat uns nicht umsonst hierher geführt. Warum gleich nochmal, Entler? Genau. Stück Papier. Rechnung von Lieferung. Viele hundert Stealth Boys vor langer Zeit hierher geschickt. Aber Stealth Boys müssen in Raum sein. Wir noch nicht durchsucht Raum, den nicht durchsuchen können. Warum kannst du den letzten Raum nicht durchsuchen? Ein Ghoul. Aber nicht Macho-Ghoul wie andere. Dieser Ghoul, stark. Ich geglaubt, Entler mir befohlen, Sippe in diesen Raum schicken. Aber drei gestorben. Ghoul, Meisterschütze und stell Fallen. Habe Okay. ich mich verhört und Entler falsch verstanden. Habe die Tür versperrt, damit Sippe draußen bleibt und gewartet, was Entler befiehlt. Dann du gekommen. Entler sagt, du bist die Lösung. Okay, ich werde das Stealth-Ball-Lager für euch suchen, wenn deine Sippschaft diesen Ort verlässt. Ja, Entler sagt, wir hier verschwinden, sobald Stealth Boys haben. Ich gebe dir Schlüssel. Entler mir befohlen, Tür zu versperren. Ghoul rechnet nicht mit Menschen. Schießt vielleicht nicht auf dich. Vielleicht doch. Das ist ja sehr, 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 sehr vielversprechend. Mal ganz kurz lesen. Aufgabe optional, den nahen Raum nach einer Stealth-Boys-Lieferung. Okay, alles klar. Ein geheimer Raum.
Mit sehr viel Schrott. Altmetall nehme ich mit. Wonderkleber. Altmetall, Altmetall. Ich glaube, ich werde mich nach dieser Mission. Ach, geh mir hier auf den Zeiger. Ich werde mich, glaube ich, nach dieser Mission nochmal nach Prim begeben und nochmal nach diesem Roboter gucken. Okay. Irgendwie wird's gruselig. Ich speichere mal zwischen. Bin. Ob ich überhaupt richtig bin, das ist die Frage. Schrott, Schrott, Schrott. Gut, der Stealth Boy hat nachgelassen. Ich bin wieder für alle sichtbar. Ich weiß aber immer noch nicht, ob ich hier durch die Kanalisation wackeln muss. Werkbänke. Eine Nachladebank. Okay. Ach ne. Alles gut, alles gut, alles. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon. Ich dachte schon, Fallout wäre jetzt abgestürzt. Alter Schwede. Das wäre ja der Hammer gewesen. Okay, wo geht's hier hin? Okay. Die Raketen, die sehen so geil aus. Cool. Ein Weltraumhelm, geil. Es ist alles so urig, so richtig schön, so Captain Proton-mäßig. Captain Proton, das bedeutet quasi, ich hoffe, ihr wisst, wie. Ach, die wollen. Ah, ich. Ach ja, ich glaube. Ich? Was macht es eigentlich. Was hat es eigentlich mit allen Raketen hier unten auf sich? Das geht Sie nichts an, Glatthaut. Schließen war das sehr deutlich. Erledigen Sie die Dämonen und melden Sie sich dann wieder. Er hat nichts von unten rumschnüffeln gesagt, kapiert? Okay. Trödeln Sie nicht rum. Mal komisch, wie die Stimme sich verändert bei diesem Bug. Ich glaube, ich erinnere mich mal. Ich habe das mal gesehen. Interessant. Aber ich habe das Nachtfolgproblem noch nicht gelöst. Ich glaube, hier sollte ich auch gar nicht sein. So, watschel, watschel, watschel. Datschel, datschel, datschel. Eine Sekunde, bin sofort wieder bei euch. Muss mal kurz was nachgucken. Ja, genau, das ist mir nämlich passiert. Ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Juhu! Ich guck mal ganz kurz nach. 24 Minuten Aufnahme. Alles klar. Das bedeutet, ich mache mal hier Schluss für heute. Und in der nächsten Folge sehen wir mal, was es mit den Leuten da auf sich hat, ne? Und wie wir den Nachtvolk helfen können und den Ghulen und was die Raketen da und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn und tschüss.